Weshalb ich aber eigentlich zu Ihnen jetzt sprechen darf, ist der Umstand, dass drei Kollegen aus unserer kleinen Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten, ich werde sie zukünftig, wenn ich sie erwähne, nur noch als kritische bezeichnen, so wie sie Querdenker sind. Wir sind ein anerkannter Berufsverband und der kleinste exotische Club im Reigen der drei großen Schwestern der Polizeigewerkschaften. Wir sind diejenigen, die Klartext reden und das eben nicht nur in Hintergrundzimmern mit Journalisten und Politikern, sondern auch öffentlich und zitierfähig. Wir haben nicht weit von hier den Gustav-Heinemann-Bürgerpreis bekommen, in Rastatt von der Humanistischen Union verliehen, und einzelne von uns haben weitere Preise bekommen, dafür aber eben entsprechende Nachteile in ihrem beruflichen Vorankommen. Am 29.08. war ich mit drei Kollegen in Berlin, weil uns im Vorfeld klar wurde, dass die Demonstration dort einen ähnlich weichenstellenden Charakter annehmen kann, wie damals die große Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten, als sich Helmut Schmidt, der auf Auslandsreise war, alle 20 Minuten berichten ließ, was in Bonn stattfindet. Und bedauerlicherweise haben wir Recht bekommen, wobei die Friedlichkeit ihrer Versammlung, also Querdenkerversammlung und Demonstration in Berlin, außer Rede steht. Das, was dann an Spektakel stattfand, am Reichstag vor der russischen Botschaft und tags drauf bei der ebenfalls völlig unverhältnismäßigen Räumung am Großen Stern, geht voll auf das Konto der Berliner Polizei. Für die beiden zuerst benannten Bereiche Reichstag und russische Botschaft haben wir eigene Wahrnehmung, zusätzlich ergänzt durch Lichtbilder, durch Videos, und Sie können auf unserer Homepage seit 3 Wochen etwa eingestellt die Beweisführung dafür nachverfolgen, dass diese Schauspielnummer am Reichstag einzig und alleine dem Zweck diente, Ihnen als Querdenker einen lächerlich anmutenden Sturm auf den Reichstag in die Schuhe zu schieben. Sie wollten damit... Sie sollten damit in die rechtsextremistische Ecke gedrückt werden, was noch abenteuerlicher ist. Ich habe mir die Truppe, ich war am Reichstag, ich habe gearbeitet dort, ich war mal 4 Jahre Bundestagsabgeordneter, ich kann jederzeit dort rein, und habe diese Truppe davor gesehen, 200, 250 Menschen mit Redebeiträgen, die waren teilweise unterirdisch, auch von der Rhetorik, also ausgesprochen schlecht, nicht nur derb, sondern richtig schlecht. Und wir sehen auf den Bildern, dass die drei Helden der inneren Sicherheit, die dann angeblich den Eingang alleine verteidigt hätten, den Westeingang, den Haupteingang, zu dem Zeitpunkt, als diese 200, 300 Menschen langsam die Stufen hochwandelten, rechts vom Reichstag, also an der Südseite, zusammen mit 3 Einsatzzügen standen und wirklich wunderbar inszeniert, 1 Minute warteten, um dann nach oben zu gehen und diese Helden-Eposse einzunehmen. Sie haben hier tatsächlich ein paar nette Figuren, die aus der Antike Heldensagen darstellten. Das, was die Berliner Polizei für ihren Innensenator dort abgezogen hat, weil er 2-mal eine Klatsche vom Verwaltungsgericht bekommen hat, sogar vom Oberverwaltungsgericht, beim Versuch, ihre Veranstaltung in Berlin an dem Tag zu verbieten, ist beispiellos. Es ist eine Blamage vor der Weltöffentlichkeit gewesen. Einige sprechen ja davon, sie wissen, dass an dem Reichstagportal in Stein gemeißelt steht, dem deutschen Volke. Also einige sprechen eben davon, dass seit der Finanzkrise 2010, 2011
eigentlich dort eingemeißelt werden müsste, den deutschen Banken. Und es gibt... Und es gibt weitere Stimmen, und das sind nicht nur Ketzer, und Sie können davon ausgehen, ich bin nach wie vor monatlich ein-, zweimal in Berlin, ich habe zwei Abgeordnete in meinem Coaching, ich gucke ziemlich tief rein in die Giftbrühen, die dort in den Fraktionen überhaupt im Bundestag stattfinden. Es gibt also weitere Stimmen, die sagen, das ist eigentlich die beste Staatsschauspielschule, die wir in diesem Land haben, der Deutsche Bundestag, weil die Lobbyisten die Politik fest im Griff haben, richtig im Griff. Es gibt kaum noch eigenständige Beschlussentscheidungen, die nicht von außen gewünscht werden. Und so ist das auch mit dem zweiten Akt, den wir vorgestern im Bundestag als Beschlusslage erlebt haben. Die erste Regierungserklärung, die diese Kanzlerin in der Lage gewesen ist, zu Corona im Plenum des Deutschen Bundestages abzuhalten. Machen Sie sich bitte klar, es hat schon einen Gesetzentwurf der FDP gegeben, um diese Regierung zu zwingen, auch zu bestimmten Reden in Brüssel, in Straßburg, zu anderen wichtigen hier Zusammenkünften bei der NATO, auch bei Welthandelsorganisationen, was früher selbstverständlich war, was ich noch unter Dr. Helmut Kohl ständig erlebt habe, dass dann vorher und nachher im Plenum des Bundestages darüber diskutiert wurde, hat diese gelernte FDJ-Sekretärin, also Freie Deutsche Jugend, früher in der DDR, für Agitation und Propaganda offensichtlich nicht nötig in ihrer Rolle als Bundeskanzlerin. Und so ist auch... Und so ist auch zu erklären, wie dieser zweite Akt in diesem völlig verwarzten Corona-Krisenmanagement zustande gekommen ist. Während der erste Akt Mitte März eine einzige Katastrophe für das Selbstverständnis eines Parlaments gewesen ist. Sie können das bei uns auf der Homepage nachlesen. Ich habe da sehr früh geschrieben, das, was die Abgeordneten dort abgeliefert haben, das hat das Niveau von parlamentarischen Einzellern. Sie haben praktisch eine Selbstentmächtigung beschlossen. Sie haben diesen Gesundheitsminister mit Machtvollkommenheiten ausgestattet. Wir müssen nicht die Analogie zu Nazi-Deutschland ziehen. Das reicht, was hier in diesem Lande inzwischen an Tunnelungen in der Rechtsstaatlichkeit, aber genauso im Parlamentarismus stattfindet. Wir haben jetzt vorgestern erlebt, dass von diesen parlamentarischen Einzellern einige zu parlamentarischen Zweizellern mutiert sind. Sie haben es immerhin fertiggebracht, ich muss das so sagen, weil es so gewesen ist, vor allen Dingen aus den Fraktionen der AfD und der FDP, das zum Ausdruck zu bringen, was eine Opposition im Deutschen Bundestag zu leisten hat. Sie können das nachlesen und nachhören. Alle anderen spielen nach wie vor in irgendeiner Weise mit. Ob Linke, ob Grüne, die SPD sowieso und die CDU, CSU will ja auch nur das, was Frau Merkel kann. Sie kann nämlich nichts außer Macht ergreifen und Macht halten. Das ist eben die Kunst von Agitprop, Agitation und Propaganda. Und ich sage häufig, dass das Bundespresse- und Informationsamt in ihrer Ägide, die leider schon 15 Jahre währt, und viele werden es verstehen, wenn sie endlich aus diesem Job verschwunden ist, was sie an Schrott hinterlassen hat, nicht nur außenpolitisch mit der Isolierung der Bundesrepublik gegenüber Süd- und Osteuropa,
Sie können in praktisch jedes Politik hineingucken. Sie hat die Verwaltung der Politik etabliert. Wie auch Frau Prof. Dr. Gertrud Höhler, die nun als Politikberaterin bei Dr. Kohl tätig war, sehr früh zum Ausdruck gebracht hat, mit ihrem wunderbaren Sprachbild, dass Frau Merkel Mehltau über dieses Land gebracht hat. Das, was eine Demokratie ausmacht, dass die vorhandenen Konflikte streitig diskutiert werden, ausgetragen werden, fand in ihrer Zeit so gut wie nie mehr statt. Sie hat immer versucht, auch über die Sozialdemokratisierung der CDU irgendwie die Wogen zu glätten. So, nun haben wir seit 5 Jahren in diesem Land so viel Bewegung in der Bevölkerung wie noch nie zuvor. Auch nicht zu Zeiten der APO, der außerparlamentarischen Opposition. Und zu dieser Bewegung gehört natürlich dieses katastrophale, das war ja grüne Flüchtlingspolitik vor 5 Jahren, als 1,5 Millionen Flüchtlinge ins Land gelassen wurden. Man kann auch die Frage stellen, warum nicht noch 60 und 80 weitere Millionen, die auf gepackten Koffern sitzen, dann hätten wir die AfD satt über 20% in diesem Land. Es gehört diese Kritik an der Flüchtlingspolitik genauso dazu wie die Kritik an der Klimapolitik. Also die ganze Bewegung mit Greta und natürlich das, was Sie auf die Straße bringen, in inzwischen 100 Initiativen in der Bundesrepublik Deutschland. Neben diesen 3 großen Bewegungen gibt es noch weitere. Und deswegen ist auch die Kritik, dass unsere Jugend Politik verdrossen wäre, nachgerade absurd. Die sind Politikerinnen und Politiker verdrossen, weil diese pseudopolitische Elite in Berlin und in den Landtagen an der Bevölkerung vorbei macht, was andere von ihr verlangen. Wer hat mir denn meinen Zettel hier runtergeworfen? Der erste Lockdown aus dem März. Und machen Sie sich bitte klar, es hat in der Geschichte der Menschheit noch nie so etwas gegeben, in keinem Staatswesen, auch nicht in der Antike. Das war ein Experiment oder ist ein Experiment im freien Forschungsfeld. Der erste Lockdown ist extrem fehlerhaft von der Administration, wesentlich der Bundesregierung, gestaltet worden. Das bringen die über 100 Urteile der Verwaltungsgerichte zum Ausdruck, ob zum Beherbergungsverbot oder diese Geschichte von gestern von ihrer Veranstalterin dieser Versammlung. Eine absurde Auflage mit den Masken vor dem Gesicht. Wissen Sie, auch hier laufen einige Polizisten durch die Gegend mit so einer Maske, genau wie ich, seit Wochen oder Monaten. Die schützt ungefähr so viel, wie die Empfehlung aus den 50er Jahren bei einem möglichen Atomkrieg die Aktentasche auf dem Kopf zu halten. Das ist so absurd. Dazu können andere Experten fachlich viel bessere Ausführungen machen. Nur eins ist klar, wenn über 100 Urteile produziert wurden durch die fehlerhaften Entscheidungen der Parlamente und es werden jetzt weitere Hunderte folgen, weil die Wirtschaft auch Sturm läuft. Die Kleinkünstler, die Solo-Selbstständigen, die Gaststätten, Restaurants, das ist wieder so eine Willkürentscheidung aus reiner Hilflosigkeit heraus, dann ist das bereits so etwas wie ein Teilgeständnis. Beim zweiten Lockdown, dass man etwas mehr differenziert. Also die Gestaltung des zweiten tendenziellen Lockdowns, den wir seit vorgestern ab Montag vergegenwärtigen müssen, bringt klar zum Ausdruck, Sie haben begriffen, dass Sie beim ersten Mal richtig Fehler gemacht haben. Und Sie begreifen im Moment immer noch nicht, was Sie weiter für Fehler machen, weil mittlerweile auch renommierte Virologen deutlich machen, dass das alles völlig zu undifferenziert läuft. Denken Sie an die Stellungnahme von vor 3 Tagen von 50 Ärzteverbänden.
die vor dem, was jetzt angeordnet wird ab Montag, gewarnt haben. Das sind ihre Verbündeten. Sie merken an diesen Ausführungen, dass mein allgemein politisches Verständnis dann mit mir dann doch leicht durchgeht. Ich komme jetzt stärker auf die Polizeifragen zu sprechen und da wird es richtig unangenehm. Sie, ich gehe dich daran, einen Moment. Einige von Ihnen, die auch in Berlin gewesen sind, werden dadurch realisiert haben, dass sie innerhalb von wenigen Wochen und Monaten jetzt im Crashtest das lernen müssen, was andere Bewegungen vor ihnen, also gerade im linksalternativen Spektrum, im Umweltbereich, aus dem ich komme, also Anti-AKW-Bewegung in den 70er, 80er Jahren, also im Gegensatz zu der Youngster, die vor mir gesprochen hat, bin ich eben Old Fashioned, aber trotzdem noch bewegt und unterwegs. Sie sind jetzt darauf angewiesen, dass Sie gewissermaßen im Crashtest lernen, wie dieser Staat mit zivilgesellschaftlichen Aktionsformen, die sich völlig innerhalb der Legalität bewegen, notfalls umgeht. Und dazu will ich jetzt ein paar Ausführungen machen. Noch eine letzte Vorbemerkung. Also gehen Sie davon aus, das hört sich teilweise sehr drastisch an, was ich gleich ausführe, dass das alles auf gesicherter Empirie steht. Ich habe nicht nur 40 Jahre Politik gemacht, teilweise eben Berufspolitik, sondern ich bin über 30 Jahre im Hamburger Polizeidienst gewesen und habe alle Stufen durchlaufen, ob Bereitschaftspolizei, Reviereinzeldienst oder im Landeskriminalamt, Mordkommission. Ich bin Wirtschaftskriminalist, ich habe bei OK gearbeitet, also gegen organisierte Kriminalität und kriminologische Forschung und weitere Verwendung. Ich möchte Ihnen jetzt Folgendes an Informationen zumuten. Die Polizeien setzen auch bei Ihnen bereits in der Bundesrepublik Deutschland vermehrt V-Leute und verdeckte Ermittler ein. Der Osten in der Corona-Bewegung ihrer Initiativen der Querdenker ist bereits ziemlich zersetzt. Da sind in etlichen Initiativen solche Figuren unterwegs. Und ich möchte Ihnen nochmal in Erinnerung bringen, dass hier nicht weit entfernt das Bundesverfassungsgericht den ersten Anlauf zum Verbot der NPD, damals noch unter Otto Schily als Innenminister, mit dem ich auch mal in einer Bundestagsfraktion war, deswegen abgebrochen hat, weil im Bundesvorstand der NPD mehr staatlich bezahlte V-Leute waren als irgendwelche nationaldemokratisch bewegte Geister. Schon, es ist ungeheuerlich, in der Tat. Schon damals war es so, dass in solchen Gremien, übrigens auch in der AfD, es gibt Redaktionen, also relevante, auch bedeutsame Redaktionen in diesem Land, die haben schon vor 3 Jahren ihren Journalisten gesagt, möglichst keine und wenn, dann sparsame Kontakte zu AfD-Politikern, weil die AfD war zu dem Zeitpunkt bereits V-Leute verseucht. So, der Osten der Querdenkerbewegung, da ist diese Präsenz solcher Figuren aus den Landesämtern für Verfassungsschutz, aber auch dem Bundesamt, genauso wie aus den Landeskriminalämtern sehr stark. Ich habe jetzt die 5. oder 6. Versammlung, also das Vergnügen vor solchen Menschen, die so gesund unterwegs sind, zu sprechen und habe über diese 3, 4 Wochen bestimmte Wahrnehmungen gemacht, wodurch 2 verdeckte Ermittler aufgeflogen sind und ein V-Mann auch. Sie können diese Thematik gar nicht ernst genug nehmen, weil neben dieser
diesem Versuch über die Mainstream-Meinungsbildung, über Spiegel, leider auch die Zeit, egal welche Zeitung, welche Medium Sie angucken, dass Sie im Grunde rechts oder Rechtsextremisten gar wären, wird von oben genau dasselbe versucht wie von unten, indem man ihnen U-Boote und Wühlmäuse unterjubelt, die dann bei Diskussionen dafür sorgen sollen, dass sie möglichst in den auch aggressiven Modus wechseln, also Gewaltanwendung oder Aktionsform, worüber dann der Staat wiederum die Möglichkeit hat, tatsächlich legitimiert und legal gegen sie vorzugehen. Das ist die Methode und dieses Geschäft, wer politische Gremienarbeit kennt, weiß das. Der eine verdeckte Ermittler, der jetzt nicht mehr so aktiv sein kann, der kommt aus Bayern. Es gibt nur 4 Verfassungsschutzämter, die vernünftig arbeiten können, weil die anderen alle zu klein sind, also auch von der Personenzahl. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, die können aber operativ arbeiten. Der wilderte also in Hessen, und zwar in 6 Initiativen gleichzeitig und immer mit dem Versuch, über direkte Kommunikation mit den einzelnen Mitgliedern, ihnen das Gefühl gebend, dass er mit ihnen exklusiv jetzt diskutieren würde, über Telegram etc. pp. Und diese Initiativen, an denen er angedockt ist, dienen nur einem Zweck. Er wollte möglichst schnell in ihre, ich sag mal, Zentrale, also Stuttgart, Michael Ballweg etc., gelangen, um Informationen zu zapfen und Einfluss zu nehmen. So, wir als kritische Polizisten erlauben uns, Ihnen die Empfehlung zu geben, bei Ihren Initiativen jetzt sorgsam zu gucken, wer in welche Richtung wirkt. Bleiben Sie möglichst bei dieser authentischen Aktionsweise, wie Sie sie bisher gezeigt haben. Lassen Sie sich nicht beirren durch irgendwelche Hitzköpfe. Entweder die authentisch einfach aus sich heraus irgendwann einen dicken Hals haben, weil diese vielen Aktionen, die sie ja schon gemacht haben, scheinbar zu keinem Erfolg führen und einfach einen Schritt weiter gehen möchten. Lassen Sie sich nicht drauf ein, aber vor allen Dingen versuchen Sie, diese Figuren kaltzustellen, die auf den Gehaltslisten dieses Staates ihren berechtigten, gesunden, zivilgesellschaftlichen Protest kaputt machen wollen. Jetzt kommt eine dieser Horrorgeschichten aus der Realität der Bundesrepublik Deutschland, wie sie leibt und lebt. Eingangs sprach ich von Zumutungen. In Hamburg sind 4 verdeckte Ermittlerinnen, das sind alles junge Schutzpolizistinnen gewesen, die vom Staatsschutz, also der politischen Abteilung im Landeskriminalamt, angeheuert wurden. Die wurden eingesetzt unter Legenden in dem mehr linken Spektrum, einschließlich eines alternativen Rundfunksenders. Die eine, Bulettin, hat es sogar fertiggebracht, in ihrer Rolle als verdeckte Ermittlerin dort am Mikrofon Sendungen auszustrahlen, also feministische Programmteile. Die sind alle aufgeflogen, diese 4, aufgrund guter Arbeit von Aktivisten vor Ort. Das könnte ihnen auch Mut machen, das auch so hinzukriegen. Aber bei 3 haben exzellente Rechtsanwälte dafür gesorgt, dass bei den verwaltungsgerichtlichen Verfahren, haben exzellente Rechtsanwälte dafür gesorgt, dass bei den verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Legitimationsdruck so groß geworden war, dass die Akten hätten geöffnet werden müssen. Das heißt, man hätte erkennen können, von wem sie geführt wurden, was alles schiefgegangen ist und warum sie sich, diese 3 turnten sich durch die Betten von Aktivistinnen, also lesbische Freundschaften, nur um Informationen zu zapfen. Nochmal, Polizeibeamte in der Bundesrepublik Deutschland haben so ein Verhalten gemacht. Und immer dann, wenn die Aktendeckel hätten aufgehen müssen, hat der Hamburger Staat gesagt, okay, wir unterwerfen uns. Dann brauchten sie nicht mehr in ihre Giftküche gucken lassen.
gehen Sie davon aus, ich kenne das Geschäft einigermaßen. Diese Entscheidung dann zu sagen, okay, wir haben jetzt verloren, es war rechtswidrig, wurde in Abstimmung bei zwei verdeckten Ermittlerinnen mit der Generalbundesanwaltschaft und dem Bundeskriminalamt gemacht, weil diese Herrschaften bei den beiden Frauen auch Aktien hatten, also operative Ziele bei der Auskundschaftung. Manchmal denke ich, dass wir hier Verhältnisse langsam bekommen, wie wir sie eigentlich nur aus der DDR kennen. Mit Offizieren im besonderen Einsatz etc. pp. Bei diesem Beispiel ist noch vieles andere erschreckend. Also die Frauen, die so, also das ist ja der Nahbereich überhaupt, eine Liebschaft. Die haben teilweise noch heute damit zu tun, psychotherapeutisch und durch andere Unterstützung. Und natürlich haben dann die Führer und Führerinnen der verdeckten Ermittlerin gesagt, das wussten wir nicht, dass die mit den Zielpersonen im Bett liegen oder andere Tollheiten. Gehen Sie einfach davon aus, das ist genauso gelogen, wie das, was teilweise vor Gericht vorgetragen worden ist. In diesem Staat werden Beamte trainiert, möglichst perfekt zu lügen und fühlen sich auch noch gut dabei. Das mag in bestimmten Kriminalitätsbereichen, organisierte Kriminalität, vielleicht auch Drogen in bestimmten Zusammenhängen. Das meiste dort im Drogenkrieg ist auch dummes Zeug, das könnte man viel eleganter lösen. Oder bei anderen Kriminalitätsformen Sinn machen, aber doch nicht bei einer demokratischen Aktionsform, wie sie in Hamburg an der Schanze stattfindet oder mit einem alternativen Radiosender oder bei Ihnen in Ihren Initiativen. Aber Sie müssen davon ausgehen, dass dieses Programm gefahren wird. Und ich erzähle Ihnen dieses Beispiel vor allen Dingen deshalb, damit Sie nach den Ereignissen in Berlin und wenigen anderen, in Konstanz gab es ein paar merkwürdige Verhaltensweisen der Polizei, dass Sie einfach für sich gewahrschaut sind, wer Ihr Gegner ist und mit welchen Instrumenten er notfalls gegen Sie vorgeht. Es wird auch so sein, dass Einzelpersonen zerrüttet werden sollen über Strafverfolgungszwang und andere Methoden. Lassen Sie sich möglichst nicht davon beeindrucken. Halten Sie zusammen, üben Sie Solidarität auch bei möglichen Prozessen gegenüber denjenigen, die von Ihnen dann herausgegriffen werden. Sie hatten ja schon das Vergnügen, einen Berufskollegen von mir, diesen Bundespolizisten Markus Scheffel, vor 4 Wochen hier zu hören. Er remonstriert und am nächsten Tag ist er vorläufig suspendiert. Das soll ihn nochmal mit einer also kleinen disziplinarischen Vorführattacke seines Dienstherrn illustrieren, wie auch innerhalb der Polizeien die gesunde kreative Kritik erstickt wird. Das, was mit Markus dort gemacht worden ist, ist natürlich ein Signal in die gesamte Truppe, was den Beamten passiert, wenn sie remonstrieren. Ein Institut, das von den Beamtengesetzen her ausdrücklich vorgesehen ist, was ziemlich kompliziert ist, aber das kann man machen und es wurde auch gelegentlich gemacht, aber wie damit umgegangen wird, das wurde Ihnen jetzt vor kurzer Zeit dargelegt. Es ist Außenstehenden auch kaum zu vermitteln, was wir als kritische Polizisten seit 2,5 Jahrzehnten jetzt sagen, dass die Polizeiapparate binnenkulturell deprivieren und gleichzeitig neben dieser Deprivation von Intelligenz, Kreativität, nimmt die Verrohung und die Brutalität zu. Denken Sie nochmal an die Bilder vor der russischen Botschaft oder am Stern, wo die Menschen nur saßen am Stern und wie die dort hineingegangen sind. Oder wenn junge Frauen, junges Mädchen in Gewahrsam genommen worden ist, nicht mal festgenommen und es wird dort mit dem Gesicht auf die Steine gedrückt und 6, 7 Beamte um sie herum versuchen, diese wilde Wesen zu zähmen. Es ist nur beschämend,
für Menschen wie mich, der noch, also ich habe knapp 10 Jahre Ausbildung bei der Polizei genossen, einschließlich dieser Spezialverwendung, der noch eine solide, gute Grundausbildung bekommen hat. Also ich sehe mit Blick auf die Uhr, ich habe schon jetzt überzogen. Ich mache es lieber, ich komme zum Schluss. Es wird immer wieder die Frage gestellt, warum machen Polizeibeamte das? Die haben doch auch Familie, sind Familienväter, sind Eltern, Ehemänner oder Ehefrauen. Es ist auch inzwischen egal, ob sie da eine Frau in diesem Polit-Robic-Kostüm vor sich haben oder ein Mann, ist kein wesentlicher Verhaltensunterschied. Warum? Und da gibt es sehr einfache Antworten, also so in Kindersprache, die den wahren Kern in der Regel bereits in sich tragen. Eine Antwort lautet, die sind so. Die zweite Antwort, die wir dazu geben, lautet, sie werden so gemacht, vor allen Dingen durch den Vollzug in der Praxis. Und die dritte Antwort, die lautet, sie werden immer belobigt, wenn sie gehorchen. Sie werden dann auch entsprechend schneller ernannt. Ich kann Ihnen da Einzelschicksale schildern, auch bei unseren Mitgliedern, bei den Kritischen, dass dann die Ehefrauen oder die Ehemänner den Kollegen im Nacken sitzen und sagen, Mensch, halt doch mal den Schnabel. Guck, die und die Kollegen sind jetzt wieder befördert worden. Das sind 200 oder 300 Euro mehr im Monat. Wir können das Geld auch gebrauchen. Das sind so einfache Mechanismen. Und es gibt natürlich noch einen ganz wahnsinnigen informellen Druck aus der Kollegenschaft. Schlussgedanke. Wir möchten Ihnen Mut machen, und ich hoffe, das ist mir ein bisschen gelungen heute, Ihren Widerstand aufrechtzuerhalten, ihn hochzufahren, noch mehr zu werden. Und den Mächtigen und Scheinmächtigen, oder die nur so tun, als wenn sie Macht hätten, zu zeigen, dass sie hier und viele andere, die sich ja nicht mal trauen, hierher zu kommen auf so einen Platz, den Vollidiotentest bestanden haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.